Hallöchen, meine lieben Krebse. Ich begrüße euch zu einem weiteren allgemeinen Reading. In diesem allgemeinen Reading möchte ich eine momentane Einsicht in eure Situation, in euren Alltag haben, der sich, ja, wie eigentlich immer, wie es eigentlich auch immer ist, mit positiven und negativen Aspekten schmückt. Okay? Oder oh, war schön ausgedrückt. Sich schmückt. Oh Gott, die Karten kleben. Es hat vorhin geregnet, es ist trotzdem sehr warm. Ich laufe hier im T-Shirt rum, ne? Luftfeuchtigkeit, FTW, so ungefähr. Naja, ich möchte hier auf jeden Fall einen Einblick in eure momentane Situation werfen. Ich möchte die Aspekte durchleuchten, die positiv und negativ sind. Ich möchte wissen, worum es primär beim Kollektiv geht. Und hoffe, dass ich euch da etwas, ja, vielleicht Impulse, vielleicht auch etwas Einsicht geben kann. Wie ihr eben Sachen regeln könnt, wie ihr mit Sachen umgehen könnt, was ihr erwarten könnt und warum, ja, alles so läuft, wie es im Moment läuft, so ungefähr. Okay, liebe Krebse? Seid euch bitte gewiss, dass ich weiterhin natürlich auch Seid euch bitte gewiss, dass ich auch weiterhin die persönlichen Readings natürlich nicht vernachlässigen möchte. Die Leute warten schon teilweise seit Wochen drauf und ich möchte das natürlich weiter voranbringen. Ich habe aber trotzdem jetzt gerade einen Anfragestopp eingelegt, weil ich nach diesem Berg einfach gerade kein Licht mehr sehe. Okay, ich bekomme mehr Anfragen, als ich imstande bin, Readings auszuführen. So soll das natürlich nicht laufen. Obwohl ich meine komplette Freizeit wirklich den persönlichen Readings widme, komme ich einfach nicht weiter voran. Deswegen jetzt auch der Annahmestopp. Sobald ich wieder Luft habe, okay, werde ich natürlich auch weiterhin die persönlichen Readings anbieten. Aber bis dahin möchte ich jetzt mich vor allem auf die Liste konzentrieren, die ich mir schon erstellt habe und diese jetzt nach und nach abarbeiten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, lieber Krebse, okay? Liebes Schicksal, wie sieht die momentane Situation bei meinen Krebsen aus? Das Gericht, die Königin der Stäbe. Okay. Wie sieht die momentane Situation bei meinen Krebsen aus, liebe Schicksal? Oh, zwei, okay. Die Neun der Schwerter, die Gerechtigkeit. Wie sieht die momentane Situation bei meinen Krebsen aus, liebe Schicksal? Fünf der Kelche. Potenzielles Outcome, der Teufel. Le Devil. Okay. Wieso denke ich immer an Cruella de Vil? Devil? Cruella Teufel? Okay, es geht hier auf jeden Fall um einen Menschen, der, ja, eure Gedankenwelt ganz oft hier auf den Kopf stellt. Eine Klärungskarte bitte zur Königin der Stäbe, liebe Schicksal. Okay, der Mensch bedeutet euch sehr, sehr viel. Gut, eine Klärung zum Gericht bitte, liebes Schicksal. Oh, das waren drei, okay. Da bräuchte ich doch ein bisschen mehr Platz. Das seid ihr schon mal, liebe Krebse. Da ist die Vier der Münzen und das Rad des Schicksals. Könnte sich hier um einen Schützen handeln, mit dem es zu tun hat. Das kann, es muss nicht sein. Eine Klärung bitte zu den Neun der Schwerter, liebes Schicksal. Okay, jetzt habe ich hier noch eine Person. Das ist die Königin der Münzen. Es kann sich um ein Erdzeichen handeln. Eine Klärung zur Gerechtigkeit bitte. Nachrichten und Kommunikation. Alles klar. Eine Klärung zu den Fünf der Kelche, bitte, liebe Schicksal. Der Mond. Da gibt es so unausgesprochene Sachen. Gut, potenzielles Outcome. König der Stäbe. Power Couple hier. Das ist mir ganz klar. Rat des Schicksals, bitte eine Klärung. Und die drei der Stäbe. Sehr gegensätzlich. Eine Klärung bitte zu der Königin der Münzen, liebe Schicksal. Der Tod.
Eine Klärung bitte zum Ritter der Schwerter, liebes Schicksal. Sechs der Münzen. Ja. Eine Klärung zum Mond bitte noch, liebes Schicksal. Okay. Ist das hier? Das ist ja Triple Stab. Wow. Ritter der Stäbe, Zehn der Stäbe, Zwei der Stäbe. Seht ihr das hier noch alles? Es geht, oder? Ich mach's mal so. Boah. Potenzielles Outcome dabei, der Herrscher. Wow. Okay. Puh, liebe Krebse. Also da gibt es wirklich, ja, in eurem Leben, in eurem Umfeld einen Menschen, der es euch aber richtig angetan hat hier. Zehn der Kelche symbolisiert eine Glückseligkeit. Es sind auch hier Familienvorstellungen, es sind Zukunftspläne drin, die alle sehr harmonisch ausschauen, in eurem Kopf jedenfalls. Geklärt hier auf die Königin der Stäbe, das ist eine Frau, ein Mann, der hier weiß, ja, wie er den anderen um den Finger wickeln kann, der hier ganz genau weiß, wie er das bekommt, was er denn möchte, diese Person. Es kann sich hier um ein Feuerzeichen drehen. Es muss sich nicht um ein Feuerzeichen drehen. Wenn nicht, dann dreht es sich hier auf jeden Fall um einen sehr leidenschaftlichen Menschen, um einen sehr feurigen, temperamentvollen Menschen, der oftmals seine Meinung auch ändern kann, der aber auch wirklich sehr bestimmerisch auch rüberkommen könnte, okay? Attraktiv in den meisten Fällen auf jeden Fall, ja? Dieser Mensch hat es euch auf jeden Fall richtig angetan hier, liebe Krebse, okay? Das sieht man hier drin. Ich sehe hier auch, dass euer Alltag eigentlich sehr, ja, beeinflusst wird durch diesen Menschen. Hier sehe ich das durch das Rad des Schicksals und das Gericht. Ich sage mal, euer Tun und Handeln hängt jetzt nicht von diesem Menschen ab, aber er ist sehr, sehr oft primär in eurem Hinterkopf und ihr denkt sehr, sehr viel über diesen Menschen nach, beziehungsweise über eure Situation nach, die hier nicht nach Partnerschaft ausschaut, okay? Jedenfalls nicht nach bestehender Partnerschaft, aber ja. Er ist sehr, sehr primär in euren Gedanken eben drin, was euch oftmals dazu verführt, dass ihr euch nicht genau oder nicht genug sogar auf andere Dinge in eurem Leben quasi konzentrieren könnt, liebe Krebse. Okay? Das Gericht hier spricht von etwas Schicksalshaftem, von einer Auferstehung, einer Auferweckung, einer Erkenntnis, okay, die auf eurer Seite hier stattfinden wird. Ich habe hier euch auf jeden Fall in Form des Ritter der Kelche. Ich sehe hier auch den Krebs drin, teilweise auch den Skorpion. Ich sehe aber hier, wie ihr den Kontakt sucht zu diesem Menschen, der sich aber hier distanziert. Er zeigt sich hier sehr verschlossen, er zeigt sich hier sehr in sich gezogen, für sich selbst sozusagen. Ich meine, er lässt hier nicht alles raus, was er eigentlich rauslassen könnte. Und das wollt ihr erzwingen, liebe Krebse. Okay? Ihr möchtet, ja, dass sich dieser Mensch euch gegenüber genauso öffnet, wie ihr euch ihm gegenüber öffnet. Okay? Mit dem Rat des Schicksals hier kommt hier wieder ein sehr starker Schütze raus. Es kann sich also um einen Schützen wirklich drehen, es muss aber nicht. Ne? Der Narr hier und die Drei der Stäbe sind sehr, sehr gegensätzlich. Der Narr hier repräsentiert eigentlich einen Neustart, einen Neubeginn. Die Drei der Stäbe sprechen eher vom Warten, von der Erwartung, von der Zuversicht. Okay? Könnt ihr mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es für den einen eher so resoniert, für den anderen eher so resoniert. Der eine von euch, beziehungsweise ja, ein Teil des Kollektivs, für die es hier resoniert natürlich, ne, wird sich hier neu durchstarten. Er wird sich hier denken, irgendwie, ich weiß nicht, er öffnet sich einfach nicht, ich gehe jetzt meinen Weg weiter. Okay. Der andere sagt, naja, eigentlich möchte ich schon auf diesen Menschen warten, weil dieser Mensch meine Erfüllung ist hier drin. Okay. Für den einen kann das so ausgehen, für den anderen kann es so ausgehen, liebe Krebse. Okay. Auf jeden Fall habe ich hier die Neun der Schwerter. So oder so, unabhängig von dieser Entscheidung, in welche Richtung es hier geht. Okay? Diese Neun der Schwerter und hier habe ich die Königin der Münzen und den Tod drauf gefolgt. Es ist eine Veränderung. Diese Person, euer Gegenüber, verändert sich. Es heißt jetzt nicht, dass wenn ihr es jetzt hier mit einem Feuerzeichen zu tun habt, ihr es plötzlich mit einem Erdzeichen zu tun habt. Okay? Deswegen sage ich immer, bitte versteift euch nicht auf diese Sternzeichen. Es hat hier etwas damit zu tun, dass eine sehr feurige, eine sehr bestimmerische manchmal. Ich habe vorhin die ganzen Eigenschaften genannt. Es gibt natürlich auch noch mehr Eigenschaften, die klassisch für ein Feuerzeichen stehen. Es ist auf jeden Fall das Temperamentvolle, das Leidenschaftliche, das Feurige, manchmal Bestimmerische, Ehrgeiz, Optimismus, okay? Alles in Feuerzeichen hier verkörpert. Aber dieses Feuerzeichen hier wird sich verändern. Dieser Mensch, euer Gegenüber,
verändert sich, okay? Aufgrund seiner eigenen Gedanken, ja? Aufgrund seiner eigenen Einflüsse, aufgrund seines freien Willens, der sich hier wirklich sehr, sehr viele Gedanken macht, euer Gegenüber, okay? Aber aufgrund dieser Gedanken hier wird er sich verändern. Und zwar in eine eher bodenständische Person, in eine eher geduldige Person, in eine manchmal auch sture Person, okay? Die Sturheit hier direkt daneben, okay? Es kann sich hier sehr gut sein. Es kann sich hier sehr gut darum drehen eigentlich, dass sich dieser Mensch hier in seinem Tun und Handeln verändert, aber auch in seiner inneren Schau verändert, in seiner Mentalität verändert. Das hier wird durch den Tod hier symbolisiert, eine klassische Transformation, eine Veränderung. Okay? Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass dieser Mensch hier einen Cut macht, was seine Gedanken zu tun hat, weil das hier sind wirklich stürmische Gedanken, das sind Gedankenspiralen, das sind Ängste, das sind Zweifel, das ist Reue, das sind Albträume. Und direkt daneben habe ich die Waage in Form der Gerechtigkeit. Die handelt hier von einem Ausgleich, von einer Balance, auch auf Gedankenebene natürlich. Okay? Euer Gegenüber hier könnte hier sehr gut in sein Gleichgewicht kommen. Davon spricht hier unten auch die Sechs der Münzen. Das ist die kleine Waage, das ist die große Waage. Ihr könntet es auch mit einer Waage zu tun haben, sage ich jetzt in dem Moment, weil ich hier auch eine Hofkarte im Luftzeichen habe. Kann auch für eine Waage sprechen zum Beispiel. Ich sehe hier aber primär eben diese Nachrichten und die Kommunikationen, die euch ereilen werden, okay? Aufgrund dessen, wie sich dieser Mensch hier entschieden hat, aufgrund seiner Gedankenstruktur, aufgrund seiner Mentalität, aufgrund seiner eigenen Angelegenheiten, die er euch hier aber mitteilen wird, okay? Euer Gegenüber hier ist sehr in seinen Gedanken vertieft, in seinen Gedanken verstrickt auch, aber es gelingt ihm hier eine Balance zu finden. Einen Kompromiss zu schließen, ein Urteil zu fällen, eine Entscheidung zu treffen, okay, die er euch mitteilen wird. Ja? Und diese Entscheidung hat etwas mit Balance, mit dem Ausgleichen eben dieser Gedanken zu tun, was aber hier und jetzt noch nicht der Fall ist, sondern noch kommen wird. Das sieht man hier eben von der Königin der Stäbe in die Königin der Münzen durch eine Veränderung. Okay, liebe Krebse? So, es folgt die Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche spricht von Reue und Verlusten. Darunter findet man den Mond. Der Mond spricht vom Ungewissen, vom Unklaren, von Geheimnissen, aber auch von Unausgesprochenem. Okay? Wie auch immer diese Entscheidung hier sich herauskristallisieren wird, liebe Krebse, ihr habt etwas anderes erwartet, ihr habt etwas anderes kommen sehen. Okay? Und ihr seid hier etwas frustriert darüber, dass noch nicht alles geklärt ist. Das ist diese Konjunktion hier. Okay? Mond auf Fünf der Kelche, das ist die Konjunktion. Ihr habt Nachrichten hier erhalten, es wurde hier Nachrichten ausgetauscht, ihr habt von eurem Gegenüber auf jeden Fall gehört, was er sich hier entschieden hat, wie er sich entschieden hat, dass er klarer geworden ist, dass er eine Entscheidung getroffen hat, die aber nicht unbedingt jetzt euch in diesen Modus hier versetzt, sondern eher hier rein versetzt, in noch ungeklärte Sachen, noch offene Aussprachen, noch offene Sachen, die noch Klärungsbedarf aufweisen auf jeden Fall, okay, auf die ihr hier aber weiterhin warten müsst, okay, dieser Mensch hier, der hier zwar in sein Gleichgewicht kommt, hat mit euch noch nicht alles geklärt und darauf müsst ihr weiterhin warten, liebe Krebse, das wird dadurch symbolisiert, das wird nochmal hier durch den Ritter der Stäbe symbolisiert, wiederum sehe ich hier auch wieder dieses Erdzeichen drin, einen Schützen, ich kann mir hier auch sehr gut vorstellen, dass ihr diese Veränderung hier, dieses Gegenübers, eures Gegenübers, nicht wirklich gut findet, nicht wirklich für schön befindet, denn hier, so wie er ist, versetzt er euch in diese Zehn der Kelche, er ändert sich aber in eben diese Person hier und ihr vermisst diese Person. Ihr fragt euch auch, warum hast du dich so verändert? Wie kann das gehen? So warst du doch, warum bist du jetzt so? Das ist das. Okay, liebe Krebse? Menschen verändern sich, ungewollt oder hervorgerufen. Durch verschiedenste Einflüsse, durch verschiedenste Meinungen. Der Teufel hier als potenzielles Outcome heißt, dass ihr weiterhin an diesem Menschen festhalten könntet, dass ihr weiterhin diese Bindung verspürt, okay? Dass ihr aber auch zwanghaft an diesem Menschen, so wie er hier ist, festhalten wollt. Das wird auch hier nochmal durch den König der Stäbe, diesmal in Form des Königs eben symbolisiert, okay? Ich habe hier drei Hofkarten im Feuerzeichen. Dieser Mensch verändert sich aber hier rein. Okay, in eine andere Mentalität, in einen anderen Umgang, in ein anderes nach außen wirken. Okay, vielleicht auch in neue Denkmuster. Und hier ist der Herrscher. Und der Herrscher ist eben genau das, was ihr haben möchtet, genau das, was ihr in eurem Partner sehen könnt. Okay, und das ist der Herrscher. Es kann sehr gut sein, dass es
diese Veränderung hier mit sich bringt, dass sich euer Mensch hier, euer Gegenüber, in den Herrscher verwandelt und ihr es noch nicht erkennen könnt, liebe Krebse. Okay? Er hat sich hier vielleicht wirklich die richtigen Entscheidungen rausgesucht, er hat sich das ganz genau angeschaut, was er möchte. Okay? Und das hat ihn jetzt von hier, von diesem Feuerzeichen, sage ich jetzt einfach mal, in den Herrscher versetzt. Okay? Dieser Mensch kommt bei sich an. Aber ich glaube, ihr erkennt das noch nicht, liebe Krebse. Es sieht aber so aus, dass ihr es bald erkennen werdet, auch wenn ihr hier erst einmal in dieser Frustration seid. Okay, liebe Krebse? Es sieht hier sehr danach aus, dass er sich wirklich zum Besseren, zum Guten, zum stabilen Menschen entwickelt hat, euer Gegenüber. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr feine Sache. Liebe Krebse, das habe ich für euch. Lasst es mich gerne wissen, für wen es hier resoniert. Lasst mir gerne wieder Likes, Feedback, Views, Kommentare spenden, was ihr möchtet da. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Ich werde mich jetzt weiter natürlich den persönlichen Readings widmen. Ich bitte weiterhin um Geduld und glaubt mir, ich versichere euch, ich bin dran. Aber wirklich, ja, eigentlich die ganze Zeit, die ich habe. Okay? Liebe Krebse, ich hoffe, das Interesse bleibt weiterhin groß. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Einblick gewähren. Ihr konntet hier etwas mitnehmen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch wieder, liebe Krebse. Macht es gut.